kurze Lernfrage noch. Ist das mittel- oder langfristige Ziel der Bundesregierung, dass die US-Truppen aus Deutschland abziehen? Wenn ja, wann? Wann müssen die gehen? Ich wüsste nicht, weshalb das ein Ziel der Bundesregierung sein sollte, Herr Jung. Es gibt ein solches Ziel nicht. Besuch der Kanzlerin in Washington, aber eventuell ein Floster von Herrn Schäfer. Können Sie bestätigen, dass die US-Streitkräfte die Stationierung von rund 4.000 Soldaten in Bergen im Landkreis Celle prüfen? Und Herr Floster, wissen Sie, welche weiteren Standorte von den Amis, also von den Amerikanern, gerade geprüft werden in Deutschland? Und Herr Schäfer, die Amerikaner planen auch den Stützpunkt Ramstein auszubauen und mehr Soldaten dort zu stationieren. Bis 2019 sollen fast 1.000 weitere Soldaten dorthin kommen, 15 neue Tankflugzeuge und ein neuer Hangar gebaut werden. Braucht es dafür eigentlich die Zustimmung bzw. die Erlaubnis der Bundesregierung? Und Frau Demmer, hat die Kanzlerin die US-Drohnenangriffe via Ramstein thematisiert? Und wenn ja, was hat sie Herrn Trump dazu gesagt? Vielleicht kann ich als erstes antworten, weil das relativ schnell geht. Die Kanzlerin hat sich in ihrer Pressekonferenz zu den Gesprächen in den USA geäußert. Darüber hinaus habe ich hier nichts mitzuteilen. Die Frage mögliche Stationierung amerikanischer Truppen in Deutschland, es gibt sicherlich Überlegungen im amerikanischen in einer ganz frühen Phase in den amerikanischen Streitkräften, die beziehen sich aber auch, die kann ich Ihnen hier nicht berichten, weil ich ja nicht für die amerikanischen Streitkräfte sprechen kann. Soweit uns das betrifft, ist da nichts Konkretes dabei und deswegen kann ich Ihnen ja auch keinen Überblick zu irgendwelchen Standorten oder Truppenstärken oder was auch immer liefern. Das hat sicherlich auch eine sehr enge Konnexität, soweit ich das immer verstanden habe. Ich habe was intern mal davon gehört, mit amerikanischer Haushaltsaufstellung und da wissen wir alle, dass sich das noch sehr, sehr lange hinziehen wird. Und ansonsten gilt, ich vermute, ich müsste es ansonsten noch einmal nachreichen, Herr Jung, ich vermute, dass alle Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbau oder Umbau von amerikanischen Kasernen und Standorten in Deutschland nach den Regeln des NATO-Truppenstatuts zu besprechen sind. Natürlich hat dabei die Bundesregierung dann ein Wort mitzureden. Grundsätzlich gilt aber natürlich, dass unsere Bündnispartner, die auf deutschem Boden mit unserer Zustimmung tätig sind, sicher gute Gründe haben, wenn sie Umbaumaßnahmen, Veränderungen logistischer, technischer, personeller oder sonstiger Natur vornehmen. Und ich sehe da jetzt eigentlich überhaupt keine Schwierigkeit mit so etwas. Das hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz häufig gegeben. Das wird es auch in der Zukunft geben, weil sich die Bedürfnisse und politischen Vorgaben eben ändern. Zusatz? Kurze Lernfrage noch. Ist das mittel- oder langfristige Ziel der Bundesregierung, dass die US-Truppen aus Deutschland abziehen? Wenn ja, wann? Wann müssen die gehen? Ich wüsste nicht, weshalb das ein Ziel der Bundesregierung sein sollte, Herr Jung. Es gibt ein solches Ziel nicht. Ganz im Gegenteil, wir sind eine Werte- und Bündnisgemeinschaft, eine Werte- und Interessengemeinschaft im Bündnis in der NATO. Und es gab lange Jahrzehnte, in denen wir zu Recht ganz großes Interesse daran hatten, dass der militärische Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur über die Worte des Artikel 5 des NATO-Vertrages, sondern auch über Taten, nämlich über die amerikanische Truppenpräsenz im Bündnisgebiet, auch in Deutschland, glaubhaft war. Und das gilt auch für die Zukunft. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why. Lang lebe jung und naiv, würde ich sagen.